Ich hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu FIFA 19's The Journey. Wir kommen zum letzten Kapitel von Alex Hunter namens Champions, wo man auch schon so ein bisschen erahnen kann, gerade wenn man es hier drüben sieht. Die Champions League wird vermutlich eine große Rolle spielen, sowie dass vermutlich Alex Hunter endlich zu seinem Traumverein wechseln darf. Und ich bin gespannt, gerade wenn man so die ersten beiden Kapitel sich zurückerinnert, ob er denn tatsächlich dort für die volle Zeit spielen darf. Aber wir sehen auch hier schon gleich bei The Journey dem Icon, dass wir ebenfalls die Schwester wieder am Start haben werden, sowie Danny, der ja bei Manchester United in unserem Spielstand, glaube ich, hingewechselt ist. Also wir werden da vermutlich noch so einige Sachen miterleben. Wir haben die Möglichkeit, logischerweise von den beiden Vorgängern unsere Save-Daten zu übertragen. Und das wollen wir definitiv auch machen. Dialoge sollen in Englisch sein, das ist richtig. Wir haben hier eine Übersicht 82 und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe so ein kleines bisschen schon den normalen Karrieremodus gespielt, einfach um so ein bisschen mit der Steuerung zurechtzukommen und allgemein, gerade vor allem auch von der Kameraperspektive, wie das abläuft. Also ich denke, das sollte so ein bisschen helfen, aber bitte entschuldigt, wenn wir vielleicht nicht gleich von Anfang an wieder dort anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Previously on the journey. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know. There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! I'm ready! Come on! I just love playing football. It's all I know how to do. Good luck on a new season. Cheers. Images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. That is not what happened. We've been had. Michael! You gambled my career just to get back to the big time! It's not like that! What's it like then? Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. It's a chance for a new beginning, son. Hey, man. Welcome to LA. It's like a different world out here. I've seen the footage on the TV, A-listers. Glad you came. Man, thanks for having me. Swap shirts after the game? I will see what I can do. But you've been playing out of your mind, man. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Dad? Tell me this is my sister. Didn't know you played. Yeah, it's in the blood. All I'm doing is fighting every inch of the way to play the game I love. Well, 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 look who's back from La La Land. Everyone's watching me, waiting for me to be the next Alex Hunter. It's time to stop trying to make everybody laugh. It's time to start earning some respect. Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you. Atletico, PSG, Bayern. Alex, this is Beatrice Villanova. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. Have a good match. I will. Goal's been hard to come by, eh, Jimmy boy? No harder than the first 99. Don't be thinking you'll be getting it now, my son. Oh boy, natürlich werde ich jetzt hier einfach in das Spiel reingeworfen, ey. Okay, man kriegt das also immer wieder zurückgesetzt, bis man es richtig hinkriegt, ey. Alright. That's one easy
you won't forget in a hurry. Oh, und das Spiel wird also einfach weitergehen, okay. Das ist also nicht nur diese eine Szene. Oh, und ich spiele jeden, okay. Das ist definitiv etwas, was wir nicht machen wollen. Aber gut zu wissen. Ich meine, auch hier habe ich natürlich so ein bisschen Erfahrung schon gesammelt. Nicht, dass ich wirklich gut in dem Spiel bin oder ähnliches. Aber es hilft natürlich schon so ein bisschen zu wissen, okay, wie war das nochmal mit dem Spielerwechseln? Aber weil, keine Ahnung, ich bin immer noch so die alten FIFA-Teile eher gewöhnt. Oh. Wo das Drücken der Passtaste auch das gleichzeitig Spielerwechseln ist. Was nicht mehr der Fall ist seit jetzt schon ein paar Teilen. Wo man jetzt ja L1 drücken muss. Oh, brauchst du nicht dahin? Oh, oh. Scheinbar schon. Oh, oioioi, dude. Oh, oh, oh. Wir wollen das Ganze ja eigentlich noch. Na, wurden wir aber begrüßt. Da lässt er den einfach vom Fuß abprallen. No. Warte nur darauf, dass gleich kommt. Ja, du musst das Spiel auch gewinnen. Ganz dringend. Oh, Achtung. Ah, gut aufgepasst. No, warum zu Ibu? Abseits. Wow. Ich hatte natürlich erhofft, dass er eigentlich schon mit dem ersten Pass eigentlich zu Alex Hunter, Jim Hunter spielt. Den hier. Und hat er nochmal rausgespielt und sagt, okay, jetzt wird es aber mit Jim Hunter den Ball natürlich auch geben. Wir wurden dafür auch belohnt. Hooray. So, vielleicht haben wir die Chance nochmal ein weiteres Tor gleich hinterher zu bringen. Ja, wir müssen noch so ein bisschen aufpassen. Schön. Ja, Robert mit dem schlechten Pass. Hey, Schiri. Fummeln für nach dem Spiel. And any red card will see the player removed for the rest of the game and potentially banned from following fixtures. No confirmation yet as to whether it will come to the first division, but it's going to be interesting to see how liberal the referees are with the use of these cards. Hopefully, we don't see games of 7 against 6. Ja, natürlich auch interessant vom Kommentar so zu hören, dass da so gewisse Zweifel dabei waren, ob man Karten wirklich im Spiel haben sollte oder nicht. Ah, hier war es auch sehr cool. Die Tore sind bei Weitem kleiner vom Netz oder vom Inhalt einfach allgemein gehalten. Oh, das wirkt einfach vielleicht auch nur so. Ah, vielleicht noch ein weiteres Tor. Das wäre dann immerhin schon sein 102. Ja, das ist doof, wenn man wirklich natürlich versucht, Jim Hunter hier anzuspielen. Und dann ein bisschen den Gegner vergisst. Okay, sehr gut aufgepasst. Die Gegner können da hinterher rennen, wie sie lustig sind. Ah, ja, da war die Idee natürlich, das wieder raus gleich zu spielen. Das ist natürlich auch sehr interessant zu sehen, so von der reinen Story-Gründen, dass Walker und
Hunter natürlich hier auch schon Rivalen waren. Oh, wo ich mich dann schon wieder frage, ob der dann auch, ja. Ich gehe davon aus, dass wir den definitiv nochmal antreffen werden als Alex Hunter. Wie auch immer der Kollege genau nochmal hieß. Ja. Da sehe ich auch relativ klar hier nochmal hervorzuheben, dass das Icon über dem Kopf von dem einen Spieler immer Jim ist. Ich will eigentlich noch ein Tor schießen. Aber das wird mir so nicht einfach gegönnt. Was auch nicht das Schlimmste ist, denn ich denke, der Sieg ist mit das Wichtigste. Okay, aufpassen. Gar nichts zulassen, bitte. Oh, come on. Ah, ich hätte versuchen sollen, vielleicht eher faul zu werden. Naja. Oh, ah, schade. Ich denke, das war eine richtig coole Situation, wirklich kurz zu warten, den seicht reinzuspielen. Weil der Kopfball war dann doch nicht gefährlich genug dafür, um dann mehr rauszubekommen. Aber hey, gewonnen. But this game, let's be honest, it's going to be remembered for Jim Hunter's 100th career goal. And what a way to mark the milestone with a cracker of a volley. Hope you've enjoyed it. Thanks for joining us here. And we hope to see you again next time. Well, what an entertaining match this has been. And a little bit of football history as well. Who will forget Jim Hunter's incredible 100th career goal? I can't believe they played football on the telly back in the Stone Ages. Yeah, and everything was black and white for real then too. Got an answer for everything, haven't you? Cool as you like your brother. Of course, back then we didn't have all the fuss you lot get these days, you know. We played for 150 quid a week if we won. Come on, really? To us it was all about just playing a game. Hey, look at that. Sweet as a nut, eh? Not easy keeping a shot like that on target. Should we get going? LA traffic? Okay. Hey, let me help you with a bag. Oh, no, Jim, don't you worry about that. You stay there. I've got the bags. You want to take it? I gave it to you. Borrow it then. Share the luck. Just give it back when you finish, though. Right, we gotta catch this plane. I cannot miss it or Butler will have my head. I can't believe you gave me time off for training as it is. Mate, I cannot believe that. I'm mad, isn't it? Last time I drove to LAX, we were going to Japan. You what? You what? I'm from England. It's English. You're the one with the accent. Yeah. You've been my Einstein, my Newton, my Galilei, all of my Hawkins. Boy, put the pep in my step, put your arm on my neck while I'm walking. Please understand, yeah, I'll fall down for you. You. What you say? Oh my God, you're the lock and I'm the key. Everything you need. Well, only a genius could love.
Your training up until now should give you the confidence to move forward with your full potential. The women here are the ones we want to take all the way to France. But to get there, you have to earn it. Every day. Butterflies, right? I hate them. So, personality, a hero's personality will change based on your conversation choices. With each conversation, you will be given 3 personality choices for a response. Und sehr interessant hier schon zu sehen, wir haben andere. Und auch halt für sie jetzt schon welche. Each hero's personality affects their relationship with other characters, as well as their temperament on the pitch. So, wir haben Brass, Nerdy, Balanced. Ich will mir das eigentlich nicht mit ihr gleich verscherzen. Brash würde mir da eher negativ überkommen. Gehen wir aber mal Nerdy vielleicht. Achso. What I can do, so nervous. Just want to show them what I can do. It's hard to be nervous. I am. You? Everyone here is. Nerves are good. Shows you really want it. Warm up a bit? Yeah, sure. You made a heck of an impression against Germany. I know we didn't win, but you changed the game when you came on. Yeah, but this isn't a friendly, is it? And I'm like the youngest one here. Are you trying to make me feel old? No. You ready, Hunter? Chomping at the bit, coach. All right, well, show me. Ladies, line up with the cones. Passing patterns. Oh boy. Die eine Sache, die ich definitiv nicht vermisst habe. Heroes attributes will grow based on the way you play and how well you perform in training. Training also allows you to target specific attributes for improvement. As you increase the hero's overall rating, you will unlock skill points. Use them to unlock unique player traits. Start with a few basic training drills and try to achieve a grade of B or higher. Ja, ich denke ganz kurz nochmal hier hervorzuheben. Ich hatte am Anfang gesagt, oh, wir gehen doch Nerdy. Das war wirklich, denke ich, rein das Tutorial. Einfach nur zu sagen, oh, man kann die Sache so bewegen, so würde es funktionieren. Let me tell you, I have some special drills in store for you today. Okidoki, auch hier. Für den Anfang werde ich das mal ganz kurz machen. Aber in der Zukunft, denke ich, werde ich sogar relativ zeitnah das Ganze rausschneiden. So, pass. Simplest basic ground training. Pass the ball to a highlighted player, aim towards the player you want to pass the ball to, and tap the pass button. Ich denke, das ist insgesamt noch relativ simpel. So ein bisschen davon hatte ich auch schon zwischen den Spielen in dem anderen Karrieremodus gespielt. Man sieht, man muss so ein kleines bisschen aufpassen, aber im Großen und Ganzen das Spiel hat so ein gewisses Auto-Aiming am Start. Das heißt also, selbst wenn ich nicht so hundertprozentig ziele, man trifft das Ziel eigentlich dann doch relativ sicher. Ich denke, das einzig Wichtige hier ist wirklich, dass man versucht, möglichst viele Pässe zu spielen, ohne A zu verfehlen, aber auch allgemein, weil das Ganze auf Zeit läuft. Also würde man zu ungenau spielen, müsste der erst dahin rennen, um den Ball dann weiterspielen zu können. Shooting Basic. Score as many goals as possible. Das ist wieder so eine Sache, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Aiming determines the shot angle by holding the shot button determines the height. Auch interessant, dass hier hervorgehoben wird, wie man das macht. Also die Frage, ob man das, ob man das wieder erst deaktivieren muss. Also so eine Art Trainer, den man aktiv haben kann. Ich habe ihn definitiv im normalen Modus deaktiviert gehabt. Wir hatten definitiv auch am Anfang nicht die Möglichkeit, das nochmal irgendwie selber definieren zu können. Ich denke auch hier ganz klar, die Ziele treffen gibt extra Punkte. Und ich denke, umso mehr man davon auch zerfetzt, umso mehr Punkte bekommt man. Und zu guter Letzt, ich denke, wir werden auch ebenfalls mit Kim Hunter ein Stürmer. Dementsprechend irgendwelche Verteidiger-Einlagen. Nee.
Get the ball from the opponent by performing sliding tackles. Avoid fouling the opponent by coming from the front or sides. Das könnte vielleicht ein paar Versuche dauern. Ja, wichtig ist, man muss da halt reinrennen. Okay, das hat gezählt. Alright. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Schwierigkeitsgrad bei den Sachen ganz bewusst noch ein bisschen einfacher gehalten ist und ein Schelm, der sich da vielleicht bei Böses denkt. Einfach um so ein bisschen in dieses Spiel reinkommen zu können. I never get tired of seeing young players rise to the challenge and improve. You showed me that today, Hunter. Thank you. Excuse me! Oi! Do you know what's worse than being late for training? Slipping on a wet floor and ending your season. Michael? Why are you late anyway? Well, I just came from a meeting with Roger about investment opportunities and, you know, you gotta speculate to accumulate and all that and everything. Right. What are you doing here? Well, I had some meetings of my own. About my number one client. Your only client, you mean? But you saved the best to last, didn't you? That's what you did. Right, so what is it? Because I've got to get to training, or really have. Butler's going to kill me if I'm late. I know last season was tough, but the way you turned it around, winning the League Cup. Truth is, the club's in two minds about you. Huh. Interessant. Knuckle down, the season is my season, I'm the Williams? Das ist auch zum Beispiel interessant zu sehen, auch andere Symbole hier wieder. No, 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 they can't be. This is gonna be my season. I'm gonna lead this team to glory. That's the spirit. Starting with pre-season, am I right? Now go and show this club you're indispensable. And remember, you're my number one client. Danny? Yeah, what? Training? Oh! Butler's gonna have my head! I gotta find another job. Who's ready really now? A little work today? Come on then, let's get to it. Okay, also er ist definitiv bei West Ham gewesen, die andere Nase war glaube ich bei United. Und wir hatten auch gesehen gehabt, er war zumindest von den Balken nach der Antwort eher der Showman weiterhin gewesen. Also, dadurch, dass wir cool sind, Danny scheinbar der Showman und für Kim wir es noch so ein bisschen offen haben, denke ich, versuche das auch so ein bisschen beizubehalten. First to five. What that means. First team to score 5 goals wins. Try to exchange passes between your teammates to create scoring opportunities. Okay. Meine Frage ist, ja, ich steuere mehrere Spieler. Und das Gegner-Team hat natürlich sofort die Chance, den Tor zu schießen. So, definitiv auch hier gleich von Anfang an sehr interessant zu sehen. Mhm, dass die Gegner das Tor verlassen. Och, der Alter mit den Spielchen. Ha, nicht mit uns. Oh, außer natürlich, man spielt den Ball aus. Okay, also hier muss ich aufpassen. Pass in freien Raum auf so einem kleinen Feld ist nicht einfach... Wow, der hat den Ball da einfach durchgelassen. Man hätten wir einen Spieler, der auch ein bisschen was kann, dann... Wow. Wen wollte er denn damit treffen? Nice. Endlich die Führung. Wir wollen das natürlich nicht verlieren. Ah, interessanterweise, ich dachte, er hätte den Ball als letztes berührt, nicht wir.
Ah, sehr gut. Eieieiei, das war in den freien Mann. Okay, von mir aus. Ja, ist natürlich lustig, dadurch, dass es halt so kleine Türchen sind, da werden keine Hände oder ähnliches benutzt. Und keine Ahnung, ob da irgendwie das so gewollt ist, dass sie sich nicht wirklich clever dabei anstellen. Aber in vielen Situationen gefühlt einen Schuss einfach aufs Tor setzen. Oder er wird einfach abgeprallt. Yay! Good session, lads. If that's how we're gonna train, things are looking up. You were the best of a solid bunch today. Keep it up. Easy money will sort the contract. It'll be in your bank. Straight into your bank. I'm telling you, pal, you'll see your profits double in a month. Two tops. You're right, mate. So, have we got a deal? Sweet. Sweet, yeah. I'll swing by with the paperwork to Savo. Yeah, all right. Sound. Bye. Bye. You, my friend, are the new face of Macmillan's Fish and Chip Shops. Yeah, I've sorted you. All the fish and chips you can eat. 28 locations across England. Just call me the Don of Deals. You mean Macmillan's? Macmillan's, yeah. Fish and Chip Shop. Millie's, yeah. Like the place we used to eat every day. Yes. Millie's! The very same. That is awesome! Yeah, and they're giving you a choice between a radio commercial and a photo shoot for ads in print. Like, you know how it is. Which will it be? Key decision, eh? During the journey, heroes will be confronted with important decisions. Some of your choices will determine the fate of certain characters. Key decisions are irreversible, so consider them carefully. Radio. We'll call a radio commercial which his teammates will likely hear. Then you will do a photoshoot. Photoshoot? Flaunt it while you've got it. That's what I've always said. Mate, get me in front of that camera. Hey! Ah, nice one. Hey, Adidas is next up. I'm telling you. Build up your reputation, few trophies, few more man of the matches, and the Williams will be a household name. Maybe that's Adidas now. Yeah, maybe it is. Danny boy, the pipes are calling. Oh, look, it's Roger the Dodger, business manager extraordinaire. It's Ringo, pal. Oh, yeah, my mistake, of course. Nobody has ever called you Ringo. You can't just make up your own nickname. It doesn't work like that. You what? It's what all the lads called me at school. When? When I was playing the drums. Hello? It's from... You played the triangle once in the school orchestra and you got that wrong. No, it was twice. So how is business? Actually, very good, Michael. Roger here has just got me Ringo. A brand new endorsement. Macmillan's Fish and Chips. We used to eat there all the time back in the day, didn't we, Roger? Yeah, we did. Ringo. Yeah, well, speaking of deals, I just got a meeting in the diary about your contract extension. Day of the last pre-season game. Right. So, play out your skin in the Far East, and we could be in business. No pressure, eh, Paul? Your future depends on this, Danny.